Patrick! Du hast ja gestern sowas von die Batterie abgeklemmt. Du machst ja heute aus Tore Chancen. Ja, und Julian Nagelsmann ist jetzt schon genervt. Ne? Von Reporterfragen, keine Ahnung. Mensch, Julian. Dann bleib doch mal so ruhig wie ich. Ja, sicher. Hier, ich mache jetzt hier zur Beruhigung, das kann ich empfehlen, Papier-Origami. Ne? Das sind so Falltechniken, wo man einfach schaut, dass, wenn man... Scheiße da! Das wütende Kaninchen. Andi, du bei uns in der Abwehr, das macht so viel Sinn wie ein Fliegengitter vor dem U-Boot. 56 Chancen hatten die Bayern in den letzten 2 Spielen und haben 2 Buden gemacht. Das fühle ich. Aber umgekehrt wäre ja eigentlich auch doof, ne? Olli Kahn hatte eigentlich schon einen neuen Werbedeal mit so einem Kondomhersteller eingetütet. Aber den... Das nimmt dir doch keiner ab, jetzt mal ganz im Ernst. Du kannst doch den Sané nicht mit dem Kondom hinstellen und dann drunter schreiben, sicher reinmachen. Merkt man gar nicht bei den Bayern, dass der Lewandowski fehlt. Nö. Deshalb verkaufe ich ja meinen Andi nicht. Ja, sicher. Der bringt der Mannschaft Sicherheit. Auf eine Mannschaftsfahrt. Wenn der Andi dabei ist, dann kannst du 100% davon ausgehen, du bist nicht VV, Veranstaltungsvollster. Den Andi hat die Betty Ford Klinik abgelehnt. Jetzt kann ich mich auf die Suche machen nach so einer neuen Fanta Ranch. Andi! Ja, Mann! Ein Olle hat dir auch gesagt, ne, dass du im Schlafen so richtig süß aussiehst. Hm? Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Jetzt mach auf und kratz die Dinger aus dem Kasten. Ja, beim BVB, da überlegen sie jetzt, hat der Süle schwere Knochen. Da hat er bei den Vertragsverhandlungen, hat der Struth noch gesagt, sein Berater, wirklich gesagt, ja, ich esse ja ganz gerne mal so einen Hamburger mehr und trinke ein Bier mehr. Glaubt ihr, der BVB-Vorstand ist blind oder was? Ganz ehrlich, da merkst du auch der Süle, ey. Seitdem der in Dortmund spielt, haben die vor jedem Dortmunder Kreisverkehr, haben die so ein Schild aufgestellt, ne? Hier drinnen bitte maximal 2 Stunden. Ne, Süle, Kalorien kann man auch ausrechnen, aber nicht, wenn die Mathekenntnisse darauf beruhen, dass man glaubt, dass der Fisch das am seltenst überfahrenste Tier auf der Erde ist. Vor allen Dingen ein Hamburger mehr gegessen, das sind auch Zahlen, ey. Wenn das so ist, dann kann ich meinen Hermann hier demnächst einfach mal zum Ballett schicken, ne? Zieht er sich so ein Tütü an, da denken die Leute, der parkt rückwärts ein, ey. Tü. Patrick, super, unser Prinz Valium. Machst du noch langsamer, dann rennst du gleich rückwärts. Vor allem als Süle, das musst du doch merken, dass du da ein paar... Wenn du im Training antrittst gegen den Haaland, ach nee, der ist ja gar nicht mehr da, dann machst du Sprinttraining gegen den Hummels. Da kannst du aber auch aus Madame Tussauds so ein paar Figuren auf die Startlinie stellen fürs Wettrennen. David gegen Goliath, das hat der BVB in den eigenen Reihen. Der Schlotterbeck, der wiegt so viel wie so ein Süle-Unterschenkel. Der Süle kann gerne kommen zu mir ins Fitnesstraining. Kriegt dann Würfel in die Hand, sag ich, hier Süle, würfelst eine 1 bis 5, machst einen Sprint und bei einer 6 darfst du nochmal würfeln. Jetzt diskutieren sie alle, kommt der Mario Götze mit zur WM? Ich sag mal so, da gibt es so viele Punkte, die man diskutiert. Nee, der hat keinen Bock auf das Turnier in Kaktar. Christian, spielst du, wie du Bier trinkst, dann kriegst du demnächst Champions League. Wenn du einen Energy Drink als Sponsor hast und der wirkt nicht, ne, dann hast du ein richtiges Energieproblem. Die Leipziger Spieler, die fühlen sich nach jedem Spiel aktuell wie Neugeborene. Die liegen nur rum und sind am Heulen. Ich meine, die Vereinshistorie in Leipzig, die ist eh schon so dick wie so ein Pixie-Buch. Jetzt kommt noch der Inhalt dazu. Ne? Der blitzgeheilte Eberl ist da ja jetzt, ne, und muss jetzt nach der Niederlage gegen Dortmund zu Hause nächste Woche den Tedesco entlassen und holt dann den Rose, der zufällig gerade schon ein Haus in Leipzig baut. Ne? Rose und Eberl, die kassieren richtig ab bei Leipzig und fahren das Ding nach 2 Jahren gegen die Wand. Irgendwie fühlt sich's auch gerade ein bisschen gut an. Los, Stefan, gib dem Wind und jetzt die Pferdespritze! Das haben der VfL Wolfsburg und die aktuelle NASA-Rakete gemeinsam, beide noch nicht gestartet. Selbst wenn der Kovac der NASA gesagt hätte, hier, wenn ihr hochfliegt, macht mal ein paar Bilder von oben, selbst dann hätte sie kein System erkannt. Der TÜV hat schon in Wolfsburg angerufen. Die Mannschaft hat einen Schaden. Bei VW überlegen sie schon, auf die Autos so andere Reifen aufzuziehen. Ne? Statt Good Year, Bad Season. Stefan, eine Kiste Pilz reicht bei dir aber auch nur, wenn du um 23.55 Uhr startest und um 0.05 Uhr fertig bist. Ja, da hat sich VW auch mehr erhofft vom Trainerwechsel in Wolfsburg. Was hat denn der Vorstand gedacht? Der Kovac geht zu so einem Bauern und sagt, ich hätte gerne ein Schaf. Und der Bauer, was denn für eins? Ein braunes oder ein weißes? Da sagt der Kovac, das ist meinem Wolfsrudel eigentlich völlig egal.
brauchst auch mal einen anderen Impuls. Vielleicht mal was Südländisches, ne? Wie nennt man einen italienischen Hund? Labello. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der denkt wirklich, ein Schornsteinfeger arbeitet umsonst, weil der geht ja immer aufs Haus. Okay, wenn das so ist, dann kann ich meinen Hermann hier demnächst zum Ballett schicken. Zieht sich. Der Schlotterbeck. Du mit deinem. Kommt wieder unser Mannschaftsbus. Ja. Da hab ich's vergessen. Ist doch eine Scheiße hier. Fahr jetzt! Geil, ey. Christian, kickst du, wie du demnächst Bier drehen? Nee, kickst du, wie du. Alter, sag mal.